Leute, ich heiße euch hier herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt von mir. Ich bin der Train92 und wir werden zusammen The Legend of Zelda Skyward Sword HD spielen. Skyward Sword HD kam am 16.07.2021 für die Nintendo Switch raus. Ihr seht das hier schon einen Tag vorher. Ja, Skyward Sword HD hat einige Verbesserungen gekriegt im Gegensatz zu seinem großen Bruder, also zu seinem kleinen Bruder auf der Wii. Ja, einmal hier. So. Das erste Feature seht ihr hier schon. Kein Spielstand verfügbar. Werden wir später drauf eingehen. Ja. Ich würde sagen, wir legen los. Wir warten gar nicht lange. Und gucken mal, was uns hier erwartet. Meine Switch backt gerade ein bisschen. Egal. Neues Spiel. Let's go. Nee. Wir wollen uns nicht Link... Ich bin ein richtiges Genie, Alter. So, jetzt aber. So, wir nennen uns natürlich Train 92. So, los geht's. Es war eine grausame, epische Schlacht. Das Böse brach aus der Erde und zeigte seine entsetzliche Fratze. Es raubte das Lachen von den Gesichtern der Erdbewohner. Wälder verbrannten, Quellen versiegten, Menschen wurden gemordet. Das Böse trachtete nach der unendlichen Kraft der Göttin. Die unendliche Kraft. Heiliges Erbe der Götter, das alle Wünsche erfüllt. Gewaltige Kraft, die schon die Göttin von den Urahn erbte. Um diese Kraft vor den Klauen des Bösen zu schützen, erhob die Göttin die Überlebenden von der Erde in den Himmel. Hoch ins Wolkenmeer, den Klauen des Bösen entzogen. Dann zog die Göttin mit ihrem verbleibenden Gefolge in die Schlacht und bannte das Böse schließlich. Der Frieden war wiederhergestellt. Diese Geschichte erzählt man sich unter euch Menschen. Unzählige Legenden ranken sich um sie. Nun aber öffnet sich das Tor zu einer neuen Legende. Deine Zeit ist gekommen.
Du Schlafmütze, sicher liegst du noch in den Federn, wenn dich dieser Brief erreicht. Genau so ist es, oder? Guten Morgen, Train. Heute ist die Vogelreiterzeremonie. Unsere Verabredung. Erinnerst du dich? Zelda. Und hier sind wir jetzt im Spiel. Ihr habt es unten schon gesehen. Habe ich auch schon im Intro gerade erklärt. Automatische Speicherfeature hat das Spiel jetzt. Das Spiel speichert zu bestimmten Zeitpunkten automatisch ab. Aber warum ich dieses Spiel nochmal auf meinem Kanal zeige, was mit der Wii-Version nicht möglich war. 60 FPS, Leute. Es ist halt einfach so angenehm. Es ist so geil. Öffnen wir mal diesen Schrank erstmal. Wir haben einen blauen Rubin gefunden. Er ist 5 Rubine wert. Steck ihn in deinen Beutel und nimm ihn mit. Ein weiteres Feature. In Skyward Sword in der Wii, erinnert ihr euch? Jedes Mal, wenn ihr das Spiel ausgemacht habt, kam wieder eine neue Sequenz, wenn ihr sowas wie einen Rubin eingesammelt habt oder so. Das haben sie ja auch gepatcht. Jetzt, wenn wir einen neuen blauen Rubin einsammeln, sammelt er die einfach ein. Angenehm. Können wir hier irgendwas machen? Nee, nur hinsetzen. Gut. Dann stehen wir wieder auf. Dann gehen wir mal raus. Okay, Kamera neigen. Gut, das hat sich erledigt. Ja? Morgen, Train. Na, bist du auch bereit für die Vogelreiterzeremonie heute? Die anderen bereiten sich alle schon draußen auf dem Dorfplatz vor, aber du scheinst ja die Ruhe selbst zu sein. Aber dein kaminroter Wolkenvogel ist ja auch ein tolles Tier. Ich habe die Vogelreiterzeremonie zwar beim letzten Mal gewonnen, aber ob mein Vogel eine Chance gegen deinen hätte? Doch, denk daran, ein Vogel ist nur so gut wie sein Reiter. Ich verbringe jeden Tag mit dem Studium der Vögel. Wenn du also mal Fragen zu den Vögeln hast, dann ist Kuko dein Mann. Okay, danke Kuko. Passt schon. So, Train, der große Tag der Vogelreiterzeremonie ist also endlich gekommen. Erinnere dich an meine praktischen Lektionen und den Unterricht von Meister Taito und gib dein Bestes. Wo wir gerade davon sprechen, weißt du noch, dass du dich durch Drücken von Steuerkreuz nach oben umsehen kannst? Drücke einfach Steuerkreuz nach oben, wenn du dir etwas genauer ansehen möchtest. Okay. Nice. Dann mal weiter. So, da Gyro-Aiming ist schon echt komisch. Weil manchmal scheint es richtig zu funktionieren, manches Mal nicht. So, besser. Dann gehen wir mal weiter. Können wir in die Zimmer rein? Rucks und Strucks Zimmer. Rax und Struss Zimmer. Da kommen wir leider nicht rein. Grußzimmer. Leider auch nicht. Das andere ist unser Zimmer. Kommen wir hier rein. In Bardos Reich. Nee, leider auch nicht. Gut, dann hat sich das ja auch schon mal. Dann reden wir mal mit ihm. Guten Morgen, Train. Heute ist der große Tag der Vogelreiterzeremonie. Ich wollte ja auch teilnehmen, aber ich habe die Qualifikation nicht geschafft. Deshalb bleibe ich hier und muss diese Fässer in den Speisesaal schleppen. Dabei wollte ich dich doch so gerne fliegen sehen. Tja, nichts zu machen. Streng dich an, ich drück dir fest die Daumen. Ja, ich mach das schon. So, dann gucken wir uns hier aber trotzdem mal weiter um. Wo steckt dieser Gruß? Er sollte mir die Fässer bringen, aber er will einfach nicht herkommen. Wo bleibt er nur? Ja, der steht da vorne und kriegt die Fässer nicht hoch. So, soweit, so gut. Dann gehen wir mal nach oben. Mal gucken, was wir oben zu entdecken haben. Hey! Train! Wenn du zum Dorfplatz willst, nimm den Ausgang hier unten. Die Tür oben ist noch abgeschlossen. Warum braucht denn unsere Küchendame heute so lange mit dem Aufschließen?
Ich werde mal mit dir reden müssen. Ja, ja, wir wollen aber erstmal nach oben, um da ein bisschen zu gucken. Halt. Lass mich gucken. Meister Otus Zimmer. Kommen wir nicht rein? Direktor Taitos Büro wahrscheinlich. Der ist wohl gerade nicht da. Okay. Ach nee. Direktor Geporas Zimmer. Girunas Zimmer. Können wir rein? Nein. Meister Taitos Zimmer. Nein. Zeldas Zimmer. Auch nicht. Okay. Und hier oben ist eine Toilette, ne? Ja, Badezimmer. Gehen wir mal rein. Ja, nice. Gehen wir eine Runde baden. Nee, gut. Spaß beiseite. Wollen ja auch ein bisschen... Das ist hier jetzt übrigens ein bisschen anders als in meinem Let's Play. Weil das habe ich vorher mir nicht alles angeguckt. Hallo, Train. Streng dich bei der Vogelreiterzeremonie heute ordentlich an. Wenn du gewinnst, kommst du wie ich in die Oberstufe und kannst Ritter werden. Dann darfst du auch so eine schicke Ritteruniform wie ich tragen. Die würde dir sicher gut stehen. Wenn auch nicht so gut wie ihm. Das weißt du doch noch gar nicht. Du hast mich doch in der Ritteruniform noch gar nicht gesehen. Dann gehen wir nach unten, weil oben ist die Tür ja eh abgeschlossen. Also, da haben wir ja eh dann keine Wahl, dass wir hier raus müssen. Der Wolkenhort. So, schauen wir mal. Hier ist nichts. Hey! Hey, Train! Hier! Jo! Guten Morgen, Train. Heute ist die Vogelreiterzeremonie. Wie fühlst du dich? Ich möchte etwas mit dir besprechen. Visiere mich an, dann können wir uns unterhalten. Genau, du kannst jemanden anvisieren und dann ganz leicht mit ihm sprechen. Wenn es niemanden zum Anvisieren gibt, kannst du diese tolle Technik aber auch einsetzen, um einfach wieder nach vorn zu blicken. Aber auf dieser Entfernung lässt es sich nicht gut reden. Also komm doch hier hoch, ja? Wenn du auf diese Holzkisten dort zusprintest, kannst du auf sie klettern. Den Sprung solltest du ganz einfach schaffen. Versuch's mal. Ah, danke, Alter. Easy. Jo. Hallo Train, bist du auf dem Weg zum Üben für die Vogelreiterzeremonie? Ach, du bist verabredet? Zelda wartet schon. Wo du gerade hier bist. Mia, das Haustier von Zeldas Vater Gepora, unserem Direktor, ist weggelaufen. Ach, was soll ich nur tun? Der Direktor und Zelda haben alle Hände voll zu tun mit den Vorbereitungen der Zeremonie. Ich wollte Mia mit Futter anlocken, aber die Zeremonie beginnt bald und in dieser Kleidung kann ich ihr nicht hinterherklettern. Wärst du so gut, Mia zu mir zu bringen? Gern. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mir zu helfen. Du müsstest hier irgendwo etwas zum Hochklettern finden, wenn du dich an den Vorsprung entlanghangelst. Dann solltest du aufs Dach kommen. Danke nochmals. Gut, holen wir die Katze. Dann mal los. So, die Katze zu holen ist echt easy. Also da müssen wir uns ja gar keine Gedanken machen. So, da ist sie auch schon. Du kommst mal mit, Brudi. Ich weiß zwar nicht, was du hier oben machst, aber... Du hast sie heil zurückgebracht. Vielen Dank, Train. Ich werde Mia nun füttern. Sag dem Direktor Bescheid, dass wir sein Haustier gefunden haben. Er müsste sich auf dem Platz vor dem Tempel befinden. Zelda ist sicher auch dort, also beeil dich. Oh, und ich sollte dir wohl etwas geben. Es ist keine große Sache. Aber hier, bitte, und sag den anderen nichts davon. Oh, nice. 20 Rubine. Geil. Die nehmen wir gerne an.
Du hast eine Ausdauerfrucht erhalten. Diese geheimnisvolle Frucht stellt deine Ausdauer wieder komplett her. Cool. Morgen, Train. Hast du dich gut ausgeruht? Tja, ich schätze mal, du hast wegen der Vogelreiterzeremonie kein Auge zugekriegt, was? Wie, ich? Ich repariere diese Tür. Ja, toll, das sehe ich auch. Sie knarrt nämlich und heute ist der Tag der heiligen Zeremonie, oder? Bis dahin wollte ich fertig sein. Na, da kann man nichts machen. Und du hast... Und du? Hast du nach dem Aufstehen auch fleißig zur Göttin gebetet? Wenn du dich dieser Statue zuwendest und betest, wird alles, was du bisher getan hast, gespeichert. Statuen wie diese gibt es überall im Wolkenhort. Wenn du eine findest, solltest du deine Ehrbietung mit einem kleinen Gebet erweisen. Verlasse dich auf die Göttin. Ja, das lassen wir lieber mal. So, wir gehen zu Zelda. Guten Morgen, Train. Hat dich mein Wolkenvogel etwa aufgeweckt, Train? Unsere Verabredung. Hattest du sie vergessen? Sieh doch, mein Kleid und dieses Instrument. Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Man sagt, dass schon die legendäre Göttin so eine spielte. Sein Klang ist unvergleichlich. Vater hat mir gesagt, dass man es Lyra nennt. Und wie findest du mein Gewand? Den Schal dazu habe ich selbst gewebt. Mit diesem Gewand und der Lyra verkörpere ich die Göttin. Ich wollte, dass du mich so siehst, Train. Das steht mir doch, oder? Klar doch. Meinst du das ernst? Vielen Dank, Train. Zelda, bist du schon fertig mit den Vorbereitungen? Oh, Vater! Train ist ja auch schon da. Wunderbar. Selbst du, alter Langschläfer, hast es heute geschafft, pünktlich aufzustehen. Falls du bei der Vogelreiterzeremonie heute gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten. Also streng dich an. Wo wir vom Anstrengen reden. Hör mal, Vater. Train hat in letzter Zeit... Nun, er hat nicht wirklich viel für die Zeremonie geübt. Auch als er geflogen ist, hat er sich nicht wirklich angestrengt. Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht, wird er ganz sicher verlieren. Reg dich nicht so auf, Liebes. Die Vogelreiterzeremonie prüft neben der Geschicklichkeit auch das Band zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Sicherlich ist Train nicht gerade der fleißigste Schüler. Ihr kennt euch bereits seit frühester Kindheit, also weißt du auch? Train und sein Wolkenvogel haben eine besondere Beziehung. Jeder Bewohner des Wolkenhorts hat seinen eigenen Vogel. Es ist die Göttin selbst, die jedem von uns einen Schutzvogel zur Seite stellt. Denn das ist die Aufgabe der Wolkenvögel. Jeder von uns trifft in jungen Jahren hier vor der Statue der Göttin mit seinem Vogel zusammen. Natürlich war das auch bei euch so. Der Wolkenvogel, der Train zur Seite gestellt wurde, ist besonders. Er ist karminrot. So selten, dass wir seine Art für ausgestorben hielten. Train, du bist mit deinem Wolkenvogel schicksalhaft verbunden. Erinnerst du dich, Liebes, damals, gleich als Train und sein Wolkenvogel sich trafen? Sie schwebten durch die Lüfte, als würden sie sich schon seit Ewigkeiten kennen. Ganz ohne Übung, mühelos. Ich weiß noch genau, wie eifersüchtig du damals warst. Es ist ja auch kein Wunder, dass man Train um seine Beziehung zu seinem Wolkenvogel beneidet. Die Menschen haben den Hang, all denen, die irgendwie besonders sind, mit Missgunst zu begegnen.
Du nimmst das zu leicht, Vater. Du weißt doch, dass die Vogelreiterzeremonie auch eine Prüfung der Ritterschule ist. Wer sich bei der Vogelreiterzeremonie nicht richtig anstrengt, wird keine guten Noten erhalten. Und im schlimmsten Fall wird Train... wird er kein Ritter werden. Oh. Ist ja schon gut, Liebes. Jetzt reg dich doch nicht so sehr auf. Immer wenn es um Train geht, bist du so. Train, komm schon, lass uns üben gehen. Zumindest ein wenig. Jetzt komm schon hierher. Was machst du denn? Auf geht's. Spring von der Plattform und rufe deinen Wolkenvogel, so wie immer. Die Zeremonie wird bald beginnen. Dann musst du in Form sein. Wie? Was sagst du da? Du kannst deinen Wolkenvogel nicht spüren? Sag doch sowas nicht. Du willst dich doch nur wieder drücken. Jetzt komm schon, du musst etwas üben. Tu es für mich. Bis gleich. Train, du musst Steuerkreuz nach unten drücken, um deinen Wolkenvogel zu rufen. Wie? Er kommt? Er kommt nicht? Nein! Train, ich hab dich! Geht es euch gut? Es tut mir leid, ich hätte dir nicht so viel zumuten dürfen. Geht es dir gut? Ich frage mich, was mit deinem Wolkenvogel los ist. Dass ein Wolkenvogel den Ruf seines Herrn nicht folgt. Kannst du deinen Wolkenvogel noch immer nicht fühlen, Train? Die Vogelreiterzeremonie wird gleich beginnen. Was machen wir jetzt nur? Train, du hast also vorhin die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid. Ich muss mich nun erst einmal um meinen Vogel kümmern. Du solltest in der Zwischenzeit nach deinem Wolkenvogel suchen. Oh, ist es schon so spät? Die Vogelreiterzeremonie wird dieses Jahr vom Meister Taitor organisiert, Train. Kannst du bitte zu Taitor gehen und dich mit ihm beratschlagen? Vater, selbst wenn er zu Meister Taitor geht, wird der sich doch an den Schuldirektor wenden. Und das bist du. Da magst du recht haben. Du bist wahrlich meine Tochter. Dann werde eben ich mit ihm reden. Train, sag doch bitte Taitor, dass er in mein Büro kommen soll. Gut, das machen wir gleich sofort. Wir sollten Meister Taitor von dieser Sache berichten. Train, sag ihm, dass er in mein Zimmer kommen soll. Außerdem solltest du vielleicht die anderen Schüler nach deinem Wolkenvogel fragen. Sie dürften alle auf dem Dorfplatz sein. Der mit X markierte Ort im Süden des Wolkenhorts ist der Dorfplatz. Dort findet heute die Vogelreiterzeremonie statt. Du weißt, wie die Karte funktioniert? Drücke Minus und du siehst eine Karte deiner Umgebung. Nicht vergessen! Ich komme, sobald sich mein Vogel ein wenig ausgeruht hat, Train. Frag doch mal die anderen, ob sie nicht etwas über deinen Wolkenvogel wissen. Nice, jetzt haben wir hier unten den Dorfplatz. So, dann mal gehen wir als erstes mal zum Dorfplatz. Wenn die Tür nur heile wäre. Eigentlich ist das Aufschließen der Tür nicht meine Aufgabe und trotzdem habe ich mich überreden lassen. Was ist mit dir, Train? Du siehst unruhig aus. Das kann doch nicht sein. Dein Wolkenvogel ist verschwunden? Tut mir leid, ich war bis eben in der Schule, ich habe nichts mitbekommen. Alles gut, passt schon. Jo. Was ist los, Train? Du siehst nicht gut aus. Was? Dein Wolkenvogel ist verschwunden? Das ist schlimm, aber du weißt ungefähr, wo er ist, oder?
Du willst ihn jetzt suchen gehen? Aber die Zeremonie beginnt doch gleich. Andererseits, ohne Vogel wärst du bei der Zeremonie sozusagen vogelfrei. Verzeihung. Der Direktor ruft also nach mir. Nun gut, ich bin dir ja schließlich noch einen Gefallen schuldig. Mach dir keine Sorgen um die Zeremonie. Ich finde erst einmal deinen Wolkenvogel. Nice. Dann suchen wir mal nach unserem geilen Vogel. Was macht der denn da? Warte mal, Train. Tust du mir den Gefallen? Der Baum da. Kannst du ihn auf ihn zusprinten und eine Rollattacke machen? Renn auf den Baum zu und rolle und rums. Bitte mach's. Bitte, bitte, bitte. Ja, gut, wir machen das schnell mal. Gut gemacht. Da ist er. Mein Wolkenhirschkäfer. Halt! Sehr schön. Damit haben wir dem Jungen auch einen Wunsch erfüllt. Hey, Train, bald beginnt die Vogelreiterzeremonie. Letztes Mal hat Kuko um Federbreite gewonnen. Das war vielleicht ein Schauspiel. Heute ist dein roter Wolkenvogel mit dabei. Viel Glück, ich bin schon sehr gespannt. Okay, jetzt reden wir mit diesen Lappen hier. Das war ganz schön hart, Bardo. Der hat sich gewehrt wie noch nie. Naja, diese Kaminroten sind eben hart im Nehmen. Selten wie sie sind. Aber dort, wo er jetzt ist, kommt er so schnell nicht wieder raus. Hey, Train. Stehst du schon lange hier? Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja die Vogelreiterzeremonie. Du willst mich bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Mach's dir wohl schon in die Hosen. Du willst wohl gemeinsam mit Zelda die Zeremonie auf der Statue der Göttin begehen, was? Na, hab ich recht? Da bist du bei mir aber an den falschen geraten, Bürschchen. Das wird ein prächtiger Sieg für mich werden, ha! Was sagst du da? Dein rotes Flughühnchen lässt sich nicht blicken? Was da wohl passiert ist, vielleicht hat es sich ja verflogen, das blöde Vieh. Mein Vogel. Hä? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Seit wir Kinder waren, hat sich Zelda immer nur für dich interessiert. Jeden Tag habt ihr euch getroffen, während unser eins darauf gewartet hat, einen Blick von ihr zu erhaschen. Du hältst dich wohl für etwas ganz Besonderes, was? Glaubst wohl, dass unsere Regeln hier für dich nicht gelten, hä? Mit deiner Arroganz ziehst du den Ruf unserer Ritterschule in den Dreck. Wer zieht hier was in den Dreck? Zelda, ich, also... Bardo, hast du jetzt etwa schon wieder auf Train abgesehen? Wir sind doch alle Schulkameraden. Wie kommt es, dass du immer Train niedermachst? Ich... Was ist los? Raus damit! Also, ich... Ach, vergiss es. Also dann, Train. Wenn du heute nicht teilnimmst, bleibst du vielleicht noch sitzen. Falls dein rotes Hühnchen, auf das du so stolz bist, nicht doch noch wieder auftaucht. Diese drei Kerle. Vielleicht wissen sie, wo dein Wolkenvogel steckt. Aber selbst wenn, sie würden es uns nicht sagen. Uns bleibt nur, selbst nach ihm zu suchen. Train, ich werde dir helfen und von der Luft aus nach deinem Vogel suchen. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Taitor. Sie werden die Vogelreiterzeremonie wohl verschieben, also keine Sorge. Gut, nice. Leute, dann würde ich aber sagen, ich beende den ersten Part hier. Im nächsten Part suchen wir weiter unseren Wolkenvogel und... Ja,
Seid gespannt, was da noch passiert. Ich bin gespannt, was sie noch alles verbessert haben. Ich werde, soweit es mir möglich ist, darauf eingehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!